Yo, hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Mass Effect 3. Commander Shepard sieht immer noch ein bisschen mitgenommen aus, aber immerhin nicht ganz so schwul wie in den letzten Missionen. Und das wollen wir doch jetzt erstmal als erstes lösen. Irgendwie von den Klamotten her, ich denke da fast schon, so wie er gerade rumläuft, eher an Spiele wie Alan Wake oder... Sie haben ungelesene Nachrichten. Ja. Oder an, wie hieß das Spiel noch? Gott, das war PS3. Na, ist auch egal, vielleicht fällt es mir gleich ein. Mein Cousin Dorn. Von Navdel Vasgrigult. Commander Shepard, die Zivilflotte ist Ihnen dankbar, dass Sie uns unseren Admiral zurückgebracht haben. Ich traue um alle, die auf der Heimatwelt gefallen sind, aber Saal Corus hat verhindert, dass viele Schiffe direkt vor die Geschütze der Geth geflogen sind. Der Admiral hat mir erzählt, dass Sie meinen Cousin Dorn Hust auf Rannoch getroffen haben. Es bedeutet mir viel, dass Dorn bei seinem Tod nicht allein war. Danke, Commander, für alles, was Sie getan haben. Mit respektvollen Grüßen, Captain Navdel Vasgrigult. Okay, weiß ich Bescheid. Gern geschehen. Bringt uns ja auch was, so ist ja nicht. Kapitänskabine kann ich ja auch meinen Kram erledigen. Und zwar dort. Ich kann Tali einladen. Ich wüsste jetzt zwar nicht wozu, ich habe eigentlich eine Freundin, aber naja. Oh, schicke Musik. Genau. So, oh mein Gott, dieses Muster. Wie konnte ich das nur aushalten? Ich habe mich für Schwarz und Rot entschieden, weil ich so ein böser Junge bin. So, hier, ich will richtig cool Raben. Schwarz möchte ich haben. Das geht bei dem Material, glaube ich, nicht gut. Gott, das ist ja noch heller. Sieht es damit aus? Nee. Aber sieht auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus als vorher, ne? Ist leider nicht so ein richtig dunkles Schwarz, wenn ihr versteht, was ich meine. Und die Lichter, auch schwarz. Nee, wenn dann rot, ne? Das ist ein bisschen mehr auffällt, das Rot. Genau. So. Und die Musterfarbe, helleres Rot. Das ist so mega hell, finde ich. Das ist mal ein Rot. Ach, das ist mal ein Rot. Ist das jetzt auch rot? Nicht, dass es jetzt so lila geworden ist. Nee, sieht eigentlich ganz okay aus. Und irgendwie gefällt mir das Visor überhaupt nicht. Ich meine, klar, es hat die besseren Werte und so weiter, aber... irgendwie will ich ja auch ganz cool aussehen. Oder Hardcore, wie man es nimmt, ne? Ne, sieht man aus wie so ein Standard-Multiplayer-Charakter irgendwie. Ach, scheiß drauf. Nehmen wir einfach wohl was los. Ne, das sieht noch bescheuerter aus, eigentlich. Nahkampfschaden. Das ist eine richtig krasse Maske, aber, ja. Nahkampfschaden. Wozu? N7 Standard-Helm? Gott, seit Mass Effect 1 ein und derselbe, ne? Schon witzig. Diese Maske, oder Kapuze besser gesagt. Aber wie gesagt, irgendwie wie ein Standard-Multiplayer-Charakter, der mit null... Ja komm, bleiben wir einfach beim guten Alten. Okay. So, und wir verlassen mal die Grooves und Beats an dieser Stelle. Gehen wieder ins KIZ, Kampfinformationszentrum, nicht Kannibalen in Zivil. Und gehen an die Galaxiekarte und steuern nun die nächste Mission an. Die Reaper-Basis zerstören. Das kann ja heiter werden. Ich glaube, das wird mal wieder ein sehr langer und sehr aufwendiger Auftrag. Und natürlich ist Tali dabei, das habe ich mir schon irgendwie schon fast denken können. Und, ach, ich muss Garrus mitnehmen, ich kann nicht anders. Ich liebe diesen Kerl. Ich glaube, das habe ich schon bestimmt schon 3 Milliarden Mal gesagt, ich weiß. Aber naja, wenn es halt so ist, habt ihr ein Problem damit, dann habt ihr ein Problem damit, nicht meins. Okay, Bogenpistole, Gaunt Claw. Bei euch ist alles soweit mit der Bewaffnung, glaube ich, klar. Du gehst mal von der Raptor auch auf die Black Widow, bitte. Gleiche Modifikationen wie immer, obwohl Präzision hier. Schaden da. So, Entschuldigung, ich musste eben ganz schön doll niesen. Und du kriegst wieder das Geth-Impulsgewehr. Ich dachte, das hättest du eigentlich auch schon drauf. Böser Junge. Schaden. Und Präzision. Genau. Genau. Ist richtig. Bestätigen. Oder vielleicht macht man es damit nur für eine Mission und nicht für generell. Das kann natürlich sein. Das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ja, ist auch wurscht. Annäherungsmine. Ne, lassen wir mal. Tali. Ne, lassen wir mal. Shepard. 0 Punkte. Lassen wir mal. Okay. Der Synthlaser benötigt Sichtkontakt. Was ist der schnellste Weg? Oberer Eingang. Basis anvisieren, bevor die Geth Widerstand organisieren können. Was ist mit Ihnen? Verteidigungssysteme werden deaktiviert und ein Fluchtfahrzeug organisiert.
Sowas können Sie? Diese Einheit enthält immer noch Reste des Upgrade-Codes der alten Maschinen. Sicherheitssysteme der Geth sind kein Problem für uns. Sie sind besorgt. Natürlich. Natürlich bin ich besorgt. Sie sind immer noch mit den Reapern verbunden? Nein, wir enthalten nur Code-Upgrades, die uns effektiver machen, intelligenter. Aber Sie haben gelogen. Ich war verständnisvoll, als Sie mich mit den Kommando-Geth überrascht haben, aber Sie belügen mich immer noch. Verdammt, Legion! Was muss ich tun, um Ihr Vertrauen zu gewinnen? Wir hatten nicht die Absicht, Sie zu beleidigen. Die Geth sind doch besser als das. Nein, auf Basis empirischer Beweise sind Sie das nicht. Ja. Zum oberen Eingang. Wir steigen hier aus und organisieren ein Fluchtfahrzeug. Klar. Irgendwie war der Streit ein bisschen schlecht getimt von mir, das muss ich zugeben. Aber seht ihr, wenigstens sieht Shepard jetzt nicht mehr wie eine Tunte aus. Immerhin. Ich kann es kaum glauben. Ich fasse es nicht. Die Heimatwelt. Meine Welt. Sehen Sie den Himmel? Und die Felsformationen? Darüber wurden früher Gedichte geschrieben. Ja, und das wird auch bald wieder passieren, aber wir haben jetzt gerade Wichtigeres zu tun, ne? So? Bleiben Sie wachsam, noch ist es nicht Ihre Welt. Oh doch, sie ist mit uns verbunden. Unsere gesamte Kultur ist an diesem Ort entstanden. Haben Sie mich schon mal Kila Selai sagen hören? Übersetzt heißt das ungefähr bei der Heimatwelt, die ich eines Tages wiederzusehen hoffe. Vielleicht schon heute. Das Wohnzimmerfenster kommt genau hierher. Sollte ich was wissen? Ich habe soeben das Land für mich beansprucht. Ich weiß, das bedeutet nicht viel, aber wenn das alles vorbei ist, dann habe ich ein Zuhause. Die Quarianer haben Jahrhunderte als Nomaden gelebt. Glauben Sie, sie können einfach so wieder sesshaft werden? Wir haben uns daran gewöhnt, unser Zuhause immer bei uns zu haben. Immerhin ein Anfang. Das Zuhause immer bei einem haben. Schön gesprochen. Ich würde sagen, jetzt sind wir wieder in unserem Element. Kicking some ass. Okay. Geffis, kommt mal her. Okay, und ihr macht jetzt erstmal, ich schau erstmal, was hast du denn? Deine Black Widow hast du dran. Munition hast du im Einsatz. Jetzt viel lieber, dass du auf Abstand bist mit deiner Bogenpistole. Und ich muss unbedingt meine Disruptor-Munition draufpacken. Nummer 1. Ah, verfehlt, aber hardcore verfehlt. Blutbad. Das nützt mehr, was gegen der Meere sind. Sollte ich mir auch mal merken. So. Na gut. Muss man alles selber machen hier. Verdammt. Ich hätte ihn treffen müssen. Aber irgendwie wollte es gerade nicht. Und da ist der nächste. Noch ist es so leicht hier. Da ist aber auch ganz schön. Das ist eine ganze Menge von den Leuten, kann das? Wie wär's mal jetzt mit deinem Blutbad? Ja, ich glaube, jetzt war's mal ganz gut angebracht. Verdammt, das sind ganz schön viele. Hier, meine Haftgranaten, die schmecken euch doch immer so gut. Hier, viel Spaß. Und ich mische mal auch ein bisschen mit meiner Pistole mit. Oh, war's das schon? Ich wollte schon sagen. Komm, zeig dich, zeig dich. Yeah. Na, hat einer Angst? So, erledigt. Weil ich ja gerade nur gemerkt, dass meiner Black Widow ein bisschen die Munition ausging. Was war das?
Ach, nur ein Schütze, mein Gott. Okay, dann machen wir nochmal das hier. Ah, Mist. Eigentlich sollte das was anderes werden. Egal. Gut. Okay, so. Gut. So weit, so gut. Wir sind unterwegs. Hier Admiral Garrel. Der Weg der schweren Flotte ist frei. Alle vorwärts. Präsenz der Gefjäger vernachlässigbar. Patrouillenflotte. Deckung verlassen und angreifen. Jetzt geht quasi alles gleichzeitig hier los. Hilfe, Hilfe. Der Großangriff überhaupt und gleichzeitig müssen wir noch hier unten ganz schön aufräumen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mann, das hat dann das hat so einen Wumms. Schade, dass ich gerade keinen Controller dran habe, weil ich könnte mir vorstellen, dass der Controller dabei fast an die Wände fliegt oder so. Würde mich zumindest nicht wundern. Und mir schreibt die ganze Zeit was bei Facebook Messenger. Das ist ganz schlimm, wenn man dann fast schon süchtig nachgucken will. Oh, was wurde mir denn geschrieben? Gut, das war mal voll daneben. Und Raketenschützen sind gefährlich, auf den sollte ich eigentlich aufpassen. Ah, nein, das wäre jetzt so ein guter Moment gewesen. Jetzt aber. Zack. Geht doch. Was schreiben mir denn alle wie bescheuert? Was ist denn hier los? Mein Gott. Darf man nicht mal in Ruhe eine Folge aufnehmen hier? Ja, nebenbei kann ich ein paar Handschuhe einsammeln, oder? Ja, dafür ist immer Zeit. Commander Shepard macht sich einfach Zeit. Hinten liegt leider nichts. Schade. Ja, ist ja gut. Wir hören nicht auf, mir zu schreiben. Irgendwas muss der brandeilig und dringend sein. Ich will es hoffen, zumindest. Aber naja, egal. So, Munition, Munition. Oh, ich soll mal nachladen. Wie soll ich denn hier durch? Hä? Hab ich was verpasst? Ah, die Rohre. Ja, dann hier drauf und dann oben drauf. Okay. Dann hier runter und... Oh, shit. Blutbad. Du machst auch mal hier... Nee, nicht Sabotage. Energieentzug und... Eine Mine da und alles und ja, hau mal rein. Oh, Sabotage auf beide, auch nicht schlecht. Okay, okay, Raketenschütze, gegen die lieber das schwere Geschütz im wahrsten Sinne. Ja, und tja, es funktioniert immer wieder. Da oben haben wir wieder so einen ekligen Raketenschützen. Oh, da vorne auch, wow. Aufpassen. Die Typen machen böse Aua. Ah. Schlechtes Sichtfeld. Ich komme nicht an den Rand. Ist gerade einer neben mir gelandet? Was zum... Was geht mit dem? Meine Fresse, da muss man schon no-scopen hier. Was ist denn los? Zack. Okay. War's das? Nein, das sind noch zwei. Ah, der hat mich leider voll erwischt. Boah, war das knapp. Das war viel zu knapp. Hier, Sabotage. Hahaha. Sehr gut. Und das Blut hat auch mal gesessen zur Abwechslung. Das sagt sich so leicht, Tali. Den muss ich erwischen, den muss ich erwischen, den muss ich kalt machen. Und zwar... Nein! Ah, Hilfe! Bin gleich tot. Aber knausetot. Okay, so, du jetzt aber. Meine Fresse. Hartnäckig heute, Jungs, ne? Sehr hartnäckig. Zeig dich, zeig dich, zeig dich, zeig dich, zeig dich, zeig dich, zeig dich. Was ist das denn? Warum kann der auf einmal... Sonst brauchen die immer eine Weile ein bisschen feuern und so gibt er direkt einen Schuss ab. Unfair ist das, unfair. Erwischt. Gott sei Dank auch ein bisschen Munition. Sehr gut. Mir wird immer noch geschrieben, was ist denn los? Ich muss mir eben gucken, ob hier, ey, hier irgendwas Hardcore-Wichtiges abgeht oder so. Ah, okay, weiß auch immer. So, ich glaube, das scheint nicht wichtig zu sein. Wurscht. Kann ich auch nach der Folge noch nachschauen. Reaper-Tech. Sonst noch was? Ah, da vorne ist irgendwo einer.
Komm, zeig dich. Ja. Dafür dürfen sie sich immer gerne zeigen. Um sie zerstören zu lassen und heilige Scheiße. So viel Zeit haben wir nicht. Alter Schwede. Das ist ja schön und gut. Sehr schön und gut. Ja, kurz. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen Reaper Tech. Das ist ja wieder mal wie immer sehr beruhigend. Blutbart. Ganz fix hier, Massenattacken. Alles drauf, was ihr habt. Genau. Ja, von oben. Wo sonst? Da kommt immer von oben. Und weiter. Mein Gott, wo kommen die alle her? Da ist der aber echt mal gut ausgewichen. Respekt für einen Geff, ziemlich gut. Okay, ja, die befeuern weiter. Ist nichts Neues. Und noch ein und... Ist ein bisschen wie Tontauben schießen, oder? Ein bisschen. Wo kommst du denn her, mein Freund? Achtung! Holzfeuer von linkem Balkon! Vom linken Balkon? Was, wo? Nö, keine Ahnung. So, ich sehe bloß ihn hier. Ihn hier. Nicht ihn hier. So, man muss ja auch mal ein paar Schellen verteilen, sonst vergessen die Geff gleich wieder, wer ihr neuer Herrscher ist. Heilige Scheiße. Kaum rede ich so einen Unsinn, bin ich fast tot. Tarnung. Heilige Scheiße. Knappe Kiste. Auf die Schützen scheiße ich. Obwohl, auf den da hinten kannst du mal Sabotage machen. Und auf den versuchen Überlastung. Nein, nicht getroffen, Butler. Okay, dann nehme ich ihn hier. Gut. Jetzt regenerieren und zwar ganz fix. Wunderbar. Habe ich voll verfehlt? Mist. Zeig dich. Auch wieder erwischt. Auch erwischt. Und das war noch längst nicht alle. Nö. Wie ist ihr Status? Mit den Upgrades der alten Maschinen sind wir das interessantere Ziel und ziehen Feuer von ihrer Stellung ab. Weitermachen. Wir rücken zur Schildkröte vor. Ich weiß ja, dass Legion auf unserer Seite steht, aber Reaper Code? Nein, Legion ist auf unserer Seite. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie das mal sagen höre. Wirklich, ey. Wollen wir mal hoffen, dass wir alle nicht recht haben und dass Legion wirklich auf unserer Seite ist? Ich hoffe es einfach. Wird schon hinhauen. Noch mehr Daten. Meine Gott, hier fliegen die Credits mir ja nur in die Ohren. Oh oh. Zivile Verteidiger sind auf Abfangkurs. Wir halten sie auf, Garen. Seht ihr? Dafür haben wir Chorus. Für so einen Kram. Und einfach, weil er cool drauf ist. Okay, von da kommen schon mal welche. Von da aber auch. Jeder Schuss ein Treffer, hm? Schiffe versenken mit Atom-U-Booten quasi. So, und der nächste. Ich laufe hier fast wie Rambo durch, oder? Guck, der guckt mich noch so frech an. Ah, was hat er davon? Guckt der auch so frech. Wo müssen wir denn lang überhaupt? Ich laufe hier einfach hin und her und lülülülü, keine Ahnung, wo ich hin muss. Keine Gegner? Keine Gegner. Okay. Dann gehen wir mal an den Override. Jetzt erinnere ich mich an eine Folge von 24. Eine Staffel von 24. Da ging es auch um einen Override. Aber, naja, andere Sache. Legion, ich habe den Override betätigt. Wir haben Systemzugriff und umgehen die Sicherheitsmaßnahmen. Bereithalten. Oh, toller Auftrag. Überleben. Das können wir eigentlich ganz gut. Ah. Wow. Das hat gesessen. Ja. Weg mit dem Schild. Jetzt kannst du sabotieren. Ach du Scheiße. Lad mal fix nach. Und zwar ganz fix, bitte. Wo ist deine Munition, bitte? Her damit. Viel Spaß. Ja. Hat gesessen. Oh. Das war's schon.
Jetzt ist er aber gleich nicht mehr übernommen. Von daher weg mit ihm. Alles klar. Kriegen wir hin, hoffe ich. Wenn du sagst. Gut, wir sind in einer Minute zurück. Negativ. Der Weg hinter Ihnen wurde abgeriegelt. Ein Fahrstuhl in der Nähe kann Sie zur oberen Ebene bringen. Von dort sollten Sie annehmbaren Sichtkontakt zur Zielerfassung haben. Ein Fahrstuhl, okay. Natürlich kommt da erst noch was Dickes runtergefahren. Wie es sich gehört, ne? Und jetzt brauche ich mal erste Hilfe, damit mal mein Gesundheitszustand ein bisschen höher ist. Heilige Scheiße. Alles draufknallen, was wir haben. Obwohl, Sabotage, ja. Mach mal eben kurz deine Gefährten weg und lass sie ein bisschen auf dich ballern. Okay, jetzt sehe ich ihn leider nicht. Das war's aber auch schon mit Sabotage. Oh oh, Kampfdrohne. Überlastung. Trifft eh beide. Okay. Ja. Jetzt kommen wir an die Panzerung. Da wollte ich ran. Da können wir schon deutlich mehr Schaden anrichten. Ja. Barrieren und Schild. Hä, eigentlich das Falsche. Egal. Angriffsdrohne zum Ablenken. Und verbrennen ein bisschen drauf. Nicht allzu viel. Wird nicht allzu viel bringen, aber ein bisschen. Und dann wieder, wie immer, Überlastung. Bringt zwar nicht auch nicht mehr so viel, aber hey. Besser als gar nichts. Und die Drohne wieder. Mal gucken, ob sie ein bisschen was bringt. Yes! Alles klar, aber erstmal, wie wär's mit dem Fahrstuhl, ne? Okay, an der Stelle würde ich jetzt gerne speichern, aber gut, machen wir halt weiter. Sind alle drauf? Gut. Legion! Ach, ich dachte, das wäre Legion! Geth Spitfire? Was ist das denn? Hä? Ist das so eine einzigartige, so eine einzelne Waffe? Die Waffe gefällt mir, wollte ich gerade sagen, doch dann gehe ich drauf. Okay, ich sollte trotzdem ein bisschen aufpassen. Aber, ah, okay, das ist also so eine Spezialwaffe, die man eben kurz aufsammeln kann. Wie? Keine Gegner mehr? Was zum... Was ist das denn? Das habe ich auch noch nicht erlebt. Okay. Der wollte dir wohl mir keine Gegner heute vorsetzen. Na gut. Dann nutzen wir noch die Gelegenheit, wenn wirklich keine Gegner hier sind, speichern in Ruhe und ich würde sagen, wir machen nächstes Mal an dieser spannenden Mission weiter, wenn es dann wieder heißt, Let's Play Mass Effect 3. Mein Name ist Alex, bis dann!